Welche Erinnerungen haben Sie noch an diese Spielzeit bzw. an diese Rückserie in der Europa League? Nochmal über die jetzige Situation. Weil, wie du redest, sorry, ich verstehe das gar nicht. Dass so kurzer Mund aufgemacht wird, das ist für mich, ich komme immer noch von Ausland. Ja, entweder langsam reden und gut artikulieren, also den Mund aufmachen. Ich habe nicht ein Wort verstanden, okay? Entschuldigung, dann versuche ich es jetzt deutlich lauter, deutlich klarer. So besser? Ja. Okay. Ich würde gerne wissen, welche Erinnerungen Sie an die Saison 2009-10 noch haben, als Hertha es schaffte, nach einem Punkt aus der Hinserie in der Europa League dann noch weiterzukommen. Versteht. 2009-2010 hat Hertha nach drei Spielen einen Punkt gehabt. Einen Punkt gehabt und sind trotzdem noch weitergekommen. Ich habe 0,0 Erinnerung, wirklich. Und das sage ich nicht noch einmal, Jungs. Dafür brauche ich keine Krise hier reinzureden, weil ich spüre das nicht. Aber kommt immer wieder komische Frage, immer komische Artikel. Ich weiß nicht, wer sein Interesse ist, das, Leute. Ich spüre keine Krise und das ist komisch für mich, hier wirklich darüber zu reden oder negative Energie auszustrahlen. Haben wir anderes zu tun. Ja, wir haben viele Spieler, wir haben viel vorgenommen, damit zu beschäftigen. Und ich verstehe wirklich nicht, komische Frage, ihr sollt ein bisschen nachzudenken, ihr sollt zum Training kommen, ihr sollt alle ein bisschen beobachten, was hier passiert. Ich kann stolz sein immer noch auf meine Mannschaft. Ich muss hier nicht schämen, die Jungs machen es richtig gut. Dadurch sparen bitte mit der schwarzen Peterkarte, habe ich schon gesagt. Wir haben gerade abgegeben.